back from the dead. Montag, der 18. Februar 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und Farb, Luki, gegrüßt bist du. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Shop rein, denn wir haben auch was komplett Neues drin. Also angefangen nochmal bei der Feature-Seite auf der linken Seite. Wir haben den netten Ice Cream Man Lil Whip am Start, unseren neuen Rapper. Absolut nice. Ich feiere den so stark, ne? Jetzt mal ohne Witz, der ist richtig geil und lustig sieht der auch aus. Verrückter Skin auf jeden Fall. 1500 V-Bucks kommt mit dem Backpack, mit Snowcone. Ihr seht schon, der macht hinten so ein paar. So eine Eismaschine ist das einfach richtig nice. So, dann geht's weiter mit Ice Pop, auch richtig geil. 800 V-Bucks. Und dann haben wir Ice Cream Cruiser. Da gehen nochmal die Grüße raus. Vielen, vielen Dank für das Geschenk. Den habe ich nämlich heute geschenkt bekommen. 800 V-Bucks. Richtig nice. Dann kommen wir zu den nächsten Features und auch schon direkt mit dem neuen Item. Oh, das müssen wir uns nochmal angucken. Extra Cheese vom Pizza Pizza. 1200 V-Bucks. Das sieht irgendwie eklig und lecker aus zur gleichen Zeit. Richtig nice. Was haben wir noch drin? Da haben wir Tomato Head drin, der natürlich wieder mit seinen Styles hier kommt. 1500 V-Bucks für den hier. Ihr seht schon, der hat dann hier nochmal diesen alten Totem sozusagen. Nicht Totem, sondern diesen alten Stammes, was weiß ich, Outfit, wie auch immer man das nennen will. Richtig nice. Der war zuletzt vor 52 Tagen drin. Und dann haben wir noch Axaroni für 800. Auch vor 52 Tagen das letzte Mal drin. Ja, einige werden es feiern, einige nicht. Dann gehen wir mal zum Dailies rüber. Da haben wir Cloakstar für 1500. Der war zuletzt vor 20 Tagen drin. Feiere ich immer noch. Einer der geilsten Skins, meiner Meinung nach. Weil der echt ein anderes Design hat als die meisten Skins. Dann haben wir Dark Glyph, was ja rauskam mit dem Lightning und Thunderstorm Set mit Dark Bomber. Ist auch absolut nice. 500 V-Bucks dafür. Zuletzt vor 41 Tagen im Shop drin. Auch ziemlich nice. Vor allem jetzt auch ein bisschen relevanter wieder dadurch, dass wir jetzt diesen Fallen Love Ranger haben, der ja auch so ein bisschen in diese, sag mal, alternative Form geht mit so ein bisschen Lila drin und so. Mal sehen, ob wir da noch ein paar andere Skins von sehen werden. Lightshow für 800 ist wieder drin. War vor 16 Tagen das letzte Mal drin. Nicht so besonders, muss ich sagen. Icicle ist drin. 500 V-Bucks. Vor 9 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Dance Therapy. Feier ich übelst, muss ich sagen. 800 V-Bucks zuletzt vor 56 Tagen im Shop gewesen. Damit auch das seltenste Item heute im Shop. Und dann haben wir noch Work It Out für 500. Vor 54 Tagen ist es zum Mal im Shop gewesen. Ja, mein Highlight heute, ich muss eigentlich sagen, Lil Whip kriegt wieder mein Highlight. Es ist halt so, ist halt wirklich das Beste, was im Shop ist, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem auch das Lustigste, was im Shop ist. Lil Whip bekommt mein Highlight, schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop, dem gebe ich heute, trotz Lil Whip, obwohl er ja gestern schon drin war und auch mein Highlight ist, eine 5 von 10 nur. Ich finde den nämlich nicht ganz so toll, muss ich sagen. Die Daily-Seite ist scheiße, zumindest was heißt scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. 5 von 10 passt, glaube ich. Schreibt mal rein, was ihr im Shop geben würdet. Und ja, wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator-Code VanSnipes und nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Zwischendurch, solange ich den Creator-Code noch habe, werde ich zwischendurch einige Sachen mit euch aufnehmen in der Community. Also schaut doch gerne bei uns im Discord vorbei, da gebe ich immer bekannt, wenn wir das machen. Heute hatten wir eine geile Aufnahme mit der Community, haben ein paar Zombie-Runden gespielt, was richtig nice ist, Squad vs. Zombie und auch ein paar Daniel sagt, beziehungsweise die Community sagt, was auch ziemlich nice ist. Und wenn ihr da mitmachen wollt und ein Teil davon sein wollt, kommt auf jeden Fall gerne rein und dann erscheint ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Videos mit dabei. Also, bis dahin würde ich sagen und wie gesagt, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.